Brokkoli, Blumenkohl, Fenkel ist alles aus Italien. Wenn es keine Schweizer Spaghetti mehr gibt, sind es Spaghetti aus Mattel, Spanien oder aus Italien. Cool, also ich weiß jetzt nicht genau, woher der kommt, aber ich habe jetzt einfach im guten Vertrauen darauf gehofft, dass es aus der Schweiz kommt. Ja, gerne. Wie die Leute wollen das. Ja. Musst ja, wie mehr Auswahl das hast, wie mehr Kunden hast, oder? Damit sie bei uns einfach auch alles kaufen können, die wir noch dazu bestellen. Weil sie auf dem Markt mit einem gewissen Angebot da sein können. Und wenn sie einen kleinen Stand haben mit fast nichts, dann wird das relativ schwierig und wir leben von dem. Hat sie die fragen, mit sie Wind in Tomaten von uns? Oder wie noch können sie Tomaten von uns? Das ist nicht mehr möglich, Peperoni auch nicht. Die fragen es schon, aber die einen, wenn sie nicht genau wissen, die fragen das Bio, dann ist gut. Die anderen fragen es selber gemacht, dann ist gut. Und die dritten, wenn sie genau wissen, und dann nehmen wir uns schon auch mit Zeit. Also grundsätzlich, wenn jemand einen Brokkoli will, dann will er ihn. Ob er aus Italien kommt oder aus der Schweiz. Verkauften.